Hallo, Paraguay Live. Ich bin der Pitt und wie immer herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay. Heute ein Thema, was sehr wichtig ist, und zwar Grundstücke, besonders Baugrundstücke. Also bleibt dran. Vielen Dank für eure Fragen. Wir haben jetzt kurz nach 9 morgens und die Sonne scheint schon. Also ihr seht ja die ganzen Schatten, weiß nicht, wie das rüberkommt. Aber ich bleibe erstmal dran und nutze natürlich auch die Sonne aus, beziehungsweise das schöne Wetter. Also wir sprechen über Baugrundstücke. Ganz genau, ich habe also relativ viel, also viele, einige Videos schon drüber gemacht, werde euch hier links oben verlinken, falls ihr nicht gesehen habt. Hab oft darüber gesprochen, worauf man achten sollte. Deshalb ist es auch wichtig, bei Grundstückskauf auch auf verschiedene Punkte zu achten. Und heute sprechen wir über das Bauprojekt Piri. Also, falls ihr Interesse habt, bleibt einfach dran. Okay, bis dann. Kommt einfach mit, ich zeige euch einfach die Grundstücke. Viele haben mich oft gefragt, bitte zeigt auch eure Projekte, eure Baugrundstücke. Und ich habe natürlich alles vorbereitet, aber ich wollte euch schon etwas verraten über die Baugrundstücke, die wir hier in der Nähe der Stadt Piribebuy anbietet. Also wie gesagt, grundsätzlich zu der Lage werde ich euch gerne mal eine Karte dazu zeigen von Google Maps, damit ihr ungefähr weißt, wo wir uns ja befinden. Also wir sind jetzt im Herbst, also in unserem Herbst, es ist Mai 2020 und ihr seht hier, was sind das? Ja, Mandarinen. Ja, und das im Herbst. Ja, das alles befindet sich natürlich auf den Grundstücken, also schöne Bepflanzung. Hier die Yucca-Palmen, die ihr hier seht, die haben wir aus Deutschland mitgebracht, vor ja, 18 Jahren mittlerweile. Und wie ihr seht, die wachsen schön entlang des Weges. So, hier sind unsere, also sag ich mal jetzt, paraguayische Palmen. So sehen die aus. Also auch ganz herrlich. So, sowohl hier rechts, ihr seht auch aus. Hier links sieht man auch die Yucca-Palmen. Und wie gesagt, die Grundstücke bieten wir ab 360 Quadratmeter. Warum ab 360 Quadratmeter? Es ist ganz einfach. Es gibt in Paraguay Gesetz, was ja unterbietet, also andersrum gesagt, was ja genehmigt, die Baugrundstücke ab 360 Quadratmeter zu bebauen. Das heißt also nicht wie in Deutschland, wo man mittlerweile damals schon also auf 100, glaube ich, 80 Quadratmeter Reihenhaus oder Reihenhäuser angeboten hat. Also sowas gibt es Gott sei Dank offiziell zumindest in Paraguay noch nicht. Das heißt nochmal zu den Grundstücken, falls ihr größere Grundstücke braucht, also ich sage mal 360 Quadratmeter, eignet sich hervorragend für Reihenhaus-Doppelhaushälftenbebauung. Also darüber sollt ihr sicherlich nochmal nachdenken. Viele wollen hektarweise
Grundstücke in Paraguay haben. Und viele vergessen natürlich, dass es auch Arbeit gibt. Und man wird leider Gottes auch nicht jünger. Deshalb, wie gesagt, ab 360 Quadratmeter, 4 Reihenhaus bzw. Doppelhausbebauung. Und hier seht ihr nochmal die brasilianischen Palmen, die wir extra eingepflanzt haben. Hier nochmal ein paar Eindrücke. So, also nochmal zurück zu den Grundstücken. Wie gesagt, also man kann es natürlich auch 2, 3, 4 Grundstücke kaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Dass sich die Preise natürlich sowohl die Entwicklung ja, auf dem paraguayischen Immobilienmarkt als auch die grundsätzliche Entwicklung sich immer verändert, gebe ich euch unten die E-Mail-Adresse bzw. meine Kontaktdaten, wo ihr mich persönlich anrufen könnt bzw. anschreiben per E-Mail bzw. WhatsApp, Facebook, Twitter, ja, Instagram, wie auch immer, kennt ihr natürlich meine Daten. Wir haben bis jetzt keine Probleme gehabt. Es sind Leute auch aus Vereinigten Staaten, die als Investitionsanlage die Grundstücke gesehen haben und sich 1, 2 bzw. 3 Grundstücke gekauft haben, um später zu nutzen. Nochmal zu den Notarverträgen. Also wir haben, wie gesagt, in unserem Team 2 Notare, denen wir also auf jeden Fall vertrauen. Und es ist schon wichtig, dass die Notarverträge also in korrekter Weise abgeschlossen sind, ja, sowohl für euch als auch für uns. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ihr sollt darauf auch achten. Wobei, schöner kann man, glaube ich, also kaum haben. Es ist einfach ein Paradies und es ist jedes Geld wert. Kann euch versichern, wir haben auch hier Arbeit reingesteckt und heutzutage ist es natürlich schon relativ einfach, so ein Garten anzulegen, weil man einfach überall die Palmen bzw. die Zitrusfrüchte kaufen kann. Von daher, falls ihr Interesse habt, einfach anschreiben. Ich gebe euch natürlich sämtliche Kontaktdaten wie immer durch. So, also nochmal zu der Abwicklung, was natürlich auch wichtig ist. Ich habe einige Male schon mal gesagt, aber nochmal. Also wir haben vorbereitete Notarverträge natürlich in spanischer Sprache. Es ist auch kein Problem, denn Übersetzung, also vereidigten Übersetzer dazu zu holen. Wir kennen 2, aber ihr könnt selbstverständlich einen eigenen separaten dazu nehmen, um es zu übersetzen. Gar kein Problem. Falls Interesse besteht, einfach kurz anschreiben mit euren Daten. Ja, also bitte, das ist ja auch wichtig. Und ich werde euch natürlich die entsprechende Information durchgeben. Gar kein Problem. Also wie gesagt, alles per Notar. Wie immer,
falls euch gefallen hat, einfach Likes nach oben. Immer so wie in Paraguay, in dem sonnigen Paraguay, immer so und nicht mit so einem Gesicht laufen. Ja, das ist das Wichtigste. Likes nach oben, teilt das Video bitte, falls ihr Bekannte habt, die Interesse haben, eventuell ein Grundstück in Paraguay, in Südamerika zu erwerben, den Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht abonniert habt, damit ihr nichts mehr, kein Video mehr verpassen könnt. Okay, also macht's gut.